So, und weiter geht's bei Let's Play Mega Man X3. Im letzten Part hatten wir, ich weiß nicht mehr, die Mavericks, glaube ich, besiegt. Und der Xi ist immer noch dabei. Hallo. Und ich glaube, ich muss jetzt in die Sigma Stages. Oder hier steht D oder so. Dr. Doppler. Das ist jetzt deine Entscheidung, ob du dahin willst oder jetzt ob ist du vielleicht. Spät. Die Musik in dem Level ist ziemlich schön. Jetzt ist es eh zu spät, jetzt bin ich hier drin. Okay. Ja gut, aber es ist ja nichts Neues, dass du zwischen den Leveln theoretisch wieder raus kannst. Ja. Und ich meine, es gibt in dem Spiel noch einiges zu sammeln. Also wenn du sammeln möchtest, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, was ich so alles hab. Du hast momentan... Gut, Herzcontainer kann ich nicht sagen, aber man sieht Probleme ja, habe ich gerade. So. Ja, das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Okay, was haben wir denn? Null Leben. Optimal. Okay. Ich glaube, eine bessere Grundsituation gibt's kaum. Oh. Okay, dann ist egal. Nur Leben, also... Ist das nicht weiter schlimm, ne? Sag du es mir. Ja, du bist doch der Xi, du bist doch der Fachmann in dem Spiel. Also musst du es ja sagen. Du, ich hau jetzt grundlegend nicht so gerne Leben in den Abgrund, außer ich spiele ein klassisches Mega Man, das ist was anderes. Ja, aber sei doch froh, wenn man... Oh, wenn ich getroffen werde, weil ich dann... Aber ich dachte, das ist eine Scheiße. Ich weiß es nicht, du wolltest mir gerade irgendwie andichten, dass ich mich freuen soll, wenn du getroffen bist. Zum Beispiel so. Ja, die Stelle ist mies. Naja, ich bin einfach nur dumm. Das könnte auch sein. Vielleicht bin ich einfach nur mies. Weil ich so schlecht bin. Nee. Nee, nee. An der Stelle ist der Überraschungseffekt. Diese arschgefickten Gegner, meine Fresse. Was ich halt bei den verbesserten Waffen in X2 und 3 so gut finde, ist, dass der zweite Schuss, wenn man während des ersten getroffen wird, dass man da immer noch weiter leuchtet und den noch abfeuern kann. Oh, oh! Kennst du das noch? Das finde ich sogar eigentlich ziemlich cool. Aber es war jetzt ein bisschen unvorbereitet. Und irgendwie leckt das Spiel gerade, weil wir halt diese, Dingensübertragung machen, diese Vollscreen-Übertragung. Und es leckt leider ein bisschen. Mit Fenster wäre es besser, aber das Spiel denkt sich ja, nein, nicht mit Fenster, weil nicht Fenster sind scheiße und ja. Das, naja. Was ich mir gerade auch denke, theoretisch hätte man auch das, oh. X, I come to help you. Als Dubse Collapsing Sailing Ceiling You destroy the junk robot. Wolltest du nicht übersetzen? Er hat zu uns gesagt, er geht eben einen Kaffee trinken, wir sollen uns in der Zwischenzeit um den Roboter hier kümmern. Ja, abgesehen von der Sache mit dem Kaffee, richtig. Alles klar. Oh ja, das schnell getrunken hier. X, der Kaffee hat scheiße geschmeckt. Da ist eine Armee von mächtigen Mavericks in Dr. Dopplers Labor. Sie wurden modifiziert von Dr. Doppler in Kriegsmaschinen. Sei vorsichtig. Ich schaue mich später. Nee, okay, lassen wir das besser. Ja, ihr habt jetzt nichts gesagt. Im Prinzip hat er einfach nur gesagt, ich passe auf mich auf. Ja, das wollte ich natürlich sagen. Ich wollte nur die Englischkenntnisse der Zuschauer überprüfen, weißt du? Ja, und ich habe jetzt die Lösung gehört. Ja, genau, ja, ist klar. Ich gehe zum Kartenspielen. Nee, nicht Scout, die Skat. I'm going to Scout around.
Na, läuft in der Basis rum und legt überall die Karten hin. Ja. I'll catch up later, irgendwas. Ach, was weiß ich denn? Ich weiß nicht, was weißt du denn? Ich hab keine Ahnung. Ich. Ja, meine Englisch-Skills sind mal wieder sehr gut. Den Kampf da gerade eben, den kannst du übrigens nicht wirklich verlieren. Also du gehst mit zu wenig Lebenspunkten ran. Okay. Ja. Ach, es geht mir auf den Sack, wenn das so leckt. Oh. Och, meine Fresse. So, verpiss dich. So, danke. Weißt du, in anderen Jump-Runs wäre da jetzt immer eine Stachelgrube gewesen. Ja, es ist deswegen nicht schlau, wenn man blind irgendwo rumspringt, ne? Muss man in dem Fall. Also man lässt sich links an der Wand runter. Hier sollte man... Oh. Aber bringt mir nichts, weil nichts drin ist. Meine Glückwunsch, du hast einen geheimen, leeren Raum gefunden. Ja, ist wahrscheinlich sowas wie bei... X2, man muss ohne Schaden da hinkommen oder was weiß ich. Oder man muss sonst irgendwas vorgemacht haben im Spiel. Was weiß ich denn? Richtig, wenn du bestimmte Dinge im Spiel gemacht hast, ist da was. Ja, das ist vorherzusehen. Es gibt in dem Spiel eine Menge Sachen, die man wirklich erst herausfinden muss. Ein paar Sachen habe ich auch nach meinem eigenen Let's Play dazu neu rausgekriegt, wo ich mir gedacht habe, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel das macht. Ich spiele es ja blind, ich habe ja keine Ahnung von. Okay, hier ist nix. Ich weiß nicht, wenn du an bestimmten Dingen im Spiel vorbei bist, darf ich schon erklären, was möglich gewesen wäre, oder? Klar, warum nicht? We've been waiting for you, X. Wir haben auf dich gewartet, X. Dr. Doppler hat uns nach unserem ersten Kampf gegen dich modifiziert. Schau dir mal unsere neuen Upgrades an, oder so. Und das ist... Okay, die fusionieren. Richtig. Okay. Und die töten mich. Ist das der Sinn der Sache? Aus deren Sicht ja. Ah ja. Okay. Gut. Dann mache ich mal kurz einen Schnitt. So, und weiter geht's bei Mega Man X3. Okay, wir hatten gerade so ein paar Sachen, die wir geguckt haben, hier und da. Wegen technischen Problemen. Ja, hatten leider nicht so die Lösung dafür gefunden, aber... Naja, was will man machen, ne? Skype ist schuld. Ja. Okay, gucken wir mal, ob sich das jetzt hier so einigermaßen gut spielen lässt. Ich hoffe doch. Ja, ja. Autsch. Nein. Was für ein Wichser. Ja, scheiße. Der trifft. Ja, ich kann mich gar nicht mehr losreißen, ne? Nee. Nee, das ist ja. Das finde ich schön. Das ist eigentlich eine gute Sache. Fast, ne? Da kann man sagen, der Boss hat alles im Griff, ne? Ja. So zu sagen, ja. Super schön. Weg. Das ist ja quasi handfeste Beweise. Dafür. Genau, ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, oh. Gut. Also bin ich da noch nie vorbei.
Okay. Jetzt müssen wir das hier ein bisschen schneller machen, weil ich will das hier jetzt relativ zügig hier machen. Und auch relativ zügig zu Porto kommen. Ja, ja, du mich auch. Ja, 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 ja. Warum ja, hast du es so eilig? Weil... Speedrun und so, weißt du? Davon würde ich die Finger lassen, wenn du blind spielst. Nein, keine Ahnung. Aber desto schneller wir hier durch sind, desto besser. Dann kann ich den Boss weiter analysieren. Na, ich bin gespannt, was du am Ende von dem Boss hältst. Und du hast offensichtlich gerade einen Bug ausgelöst. Einen Bug? Mega Man leuchtet immer noch, obwohl du keinen Schuss abfeuern kannst. Okay. Jo. Ah, das sind schon interessante Sachen hier, ja. Das habe ich noch nicht geschafft. Ich habe wieder alles kaputt gemacht, ne? Toll, jetzt ist alles im Arsch. Naja, ich schätze mal, du kannst es aufheben, indem du einfach mal deine Waffe auflädst. Okay. Würde mich wundern, wenn sie, wenn es dann noch da wäre. Oh. Okay. Sag mir jetzt nicht, du kannst deine Waffe nicht mehr aufladen. Das konnte ich gerade nicht, nein. Wow. So, jetzt aber wieder. Hast einfach mal die Aufladefunktion von Megabuster kaputt gemacht. Ja echt ey, ich mach wieder alles kaputt ey. Ja, in dem Fall hier schon, ja. Ja, obwohl ich die das Aufladen des Megabusters sowieso hasse. Im X hier, weil es ist so scheiße, weil er lädt auf und dann bleibt der Idiot einfach stehen, wenn er sein Ding da abschießt. Anstatt zu sagen, dass er dabei irgendwie bewegt oder so, nö, er bleibt einfach mal stehen. Ja, weißt du, der schießt halt nicht nur so ein kleines Projektil raus wie der klassische Mega Man, sondern der hat hier halt so ein, im Prinzip, Hadoken. Dann scheiß auf seinen Hadoken. Naja, wobei, der aufgeladene Schuss aus Mega Man 5 sah doch ein bisschen größer aus. Komm, mach Platz. Ah. Ah. Oh, 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 da will ich haben. Danke. Das werden mit den Ohrs aber nicht mehr Lebenspunkte, die du kriegst, ne? Ja. Ist jetzt egal. Ich guck mal, wie weit ich jetzt beim Boss komme. Ich muss mich jetzt hier drauf konzentrieren. Und, ja. Findest du den Boss schwer hier oder nicht so, den hier? So insgesamt, ich finde, er ist nicht unbedingt der leichteste, aber man kommt mit ihm zurecht, wenn man ihn mal verstanden hat. Okay. Ja, momentan bin ich noch ziemlich inkompetent, wie man sehen kann. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Du spielst das blind, du kämpfst gegen den Boss gerade die ersten paar Male und von Anfang an hat man halt nicht gleich den Durchblick. Och, die labern ja immer wieder! Oh, Leute, Schnauze! Ja, die haben jetzt ihren Text geübt und dann wollen sie ihn dir halt auch vorsagen. Ja, toll. Die sind jetzt die ganze Zeit da gesessen und haben ihren Text geübt, dass wenn du da bist, dass es auch funktioniert. Ja, der Text ist denn wichtiger als der Kampf selbst. Hauptsache der Text sitzt, ne? Naja, ich meine, schau dir an, was der Gegner im Kampf macht. Er steht da, bewegt seinen Unterkörper nicht mal. Ja, das ist schön. Ja, der hat gar keine Lust, sich irgendwie zu bewegen. Sieht der gar nicht an. Ja, der kann ruhig da so machen wie bisher. Oh fuck, der kann da nach oben kommen. Wäre doch sonst langweilig. Trifft er dich ja am Ende nicht mal. Oh, das hat scheiße. Ja, die Sache mit dem Schwert ist eben das größte Problem bei dem Boss. Weil du nicht
vorhersehen kannst, wann er mit dem Schwert zuschlägt. Ganz ehrlich, ich hasse den voll aufgeladenen Megabuster mehr. Ich hasse den. Ich will lieber den hier. Das ist der Beste. Genau, den. Das ist der beste Megabuster oder X-Buster in dem Fall, den es hier gibt. Nein, der ist auch schon scheiße. Warum kann ich einfach hier stehen bleiben? Nicht weiter! So. Na gut, von den Erweiterungen bin ich jetzt auch nicht der größte Freund, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich will nur den ganz normalen aufgeladenen Schuss. Mehr brauche ich gar nicht. Alles andere ist nur behindernd. Hättest du die ja nicht holen müssen? Ja, hätte ich gewusst, dass es so scheiße ist, hätte ich mir nicht geholt. Da denkt man fast, dass es mit eine Herausforderung ist und nicht ohne. Oh. Alter, fick dich doch! Jetzt bringt mich alles aus dem Konzept hier, ne? Ach. Wie gesagt, du könntest dir auch die Zeit nehmen und ein paar Sachen sammeln. Ach, wozu denn? Mehr Lebenspunkte, mehr Schutz. Brauche ich nicht. Den kriege ich so hin. Vielleicht beim späteren Boss. Den schaffe ich auch so hin. Habe ich auch gerade so fast geschafft. Ich meine ja, ne? Ja, okay. Und ich meine auch. Aber danke für die Warnung. Nein, du Idiot! Ach, weißt du was? Weißt du was? X, ich hab eine schöne Idee. Ab in den... Ich wieder abgerannt. Nee, hier gibt's nämlich gar keinen! Oh, super geil! So. Oh. Dachte ich mir nämlich. Was dachtest du dir? Dass du nicht null Leben hast. Oh, gezielt getroffen! Der Gegner dich oder du den Abgrund? Ich den Abgrund. So, egal. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder, Leute. Ciao, haut rein. Willst du dich nicht verabschieden? Bis dann. Okay, ciao.